Damit herzlich willkommen beim Captain Wish. Hallo Freunde der Sonne. Schön, dass ihr da seid. Zu Elden Ring 48.423,784 Wurzel aus 3 geteilt durch 7 mal 5. Andere nennen es auch Episode 45. Hello! Jo, wir machen erstmal ohne Cam, weil die Sonne hier noch so ein bisschen reinböllert. Ich habe hier Green Screen Action aufgebaut. Ich mit dem Lichtfunst das noch nicht, aber bestimmt gleich. So, Leute, es steht an, ne? Hier, dicker Bossfight. Against the beastige Beastmann. Ich hoffe mal, dass der Drachenreiter da jetzt weg ist. Ja, das ist schon mal gut. Mal hier gucken. Keiner guckt. Hey, hallo. D.I.W. A.K.A. Nancy. Hello. Was ist da denn noch für ein Item? Warum habe ich das denn? Das ist doch da, wo ich denke, wo es ist. Stimmt, ich habe das auch gesehen, aber irgendwie habe ich das ausgelassen. Ich bin schön vollgeplautzt, Leute. Schön Henne gemacht mit Käsesoße und mit Parmesan noch drauf. Quasi ein Käseorgasmus. Käsgasmus. Was ist denn das hier? Hier waren wir noch nicht, ne? Oder bin ich blöd? Das. So ein paar Rumlagen, das hatten wir ja schon. Herb. Schmörb. Oh, lecker. Lecker Schmecker. Dunkel Schmiedestein 8. Oh. Der sieht nicht mehr so gesund aus. Was haben wir denn zu dem? Den man hier runterspringt wahrscheinlich. Da liegt wahrscheinlich auch noch ein Item an dem Typ hier dran. So, wo gehen wir zuerst hin? Genau, ja, ja. Ist noch so. Blöde Sonne, ne? Ey. Was bildet die sich überhaupt ein, hier so rumzuscheinen? So, wir versuchen uns zu orientaten. War ich jetzt hier, wenn ich von da komme, Leute? Ist es so? Wird ja hier irgendwie ein Fahrstuhl sein, ne? Ja. Doch, das ist der Fahrstuhl, von dem ich gekommen bin. Dann gehen wir, springen wir da nochmal bei dem Drachen runter. Überleben wir das ja, ne? Das sind doch keine 20 Meter. Alle stehen vom Abgrund, außer Peter. Der geht noch einen Meter. Alle fahren mit der Bahn, außer Gunther. Der liegt noch drunter. Alle pullern in die Rinne. Außer Axel, der sitzt drinne. So, genug mit den grandiosen Späßen. Jetzt wird's ernst. Ne, noch gar nicht. Jetzt wird's hier steinig. Liegt da kein Item dran? Haben wir das doch schon eingesammelt? Bin ich hier irgendwie lang gegangen und hab's nicht gecheckt, dass hier einfach so ein versteinerter Drache liegt? NZB. 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 NZB, NZB, there will be an answer, NZB. Doch Freunde, ich wollte nur vorbei. Ja, irgendwie war ich hier noch nicht.
irgendwie scheint. Oh. So, wir rocken heute übrigens das Dunkel Knight Chainsaw Outfit dieser Episode. Wir haben jetzt so viel coole Rüstung. Wir rocken jetzt jedes Mal ein anderes Set, was wir uns vorher schön zusammengestellt haben. Mit Harald Glöckler. Also in Beratung von ihm. Er war letztens ja bei Krömer und selbst er ist da halbwegs menschlich erschienen. Auch wenn natürlich die Hälfte von dem, was er sagt und von sich gibt, irgendwie nicht von dieser Welt ist, aber es hat ein Stück Menschlichkeit durchblitzen lassen. Irgendwie schafft er das immer, weiß ich nicht, ganz besonders die Menschen irgendwie zu öffnen. So. Vielleicht nochmal das Video von vorhin gucken sollen. Könnte ich mich jetzt leichter orientieren. Freunde, was ist hier los? Ist das hier neues Terrain oder gehe ich gerade zurück? Stück. Nee, von da nach hier kann ich ja gar nicht. Aber von da rüber, dann komme ich da unten rein. Okay, verstehe. Dann ging es mit dem Fahrstuhl. Gut, verstehen. Müssen wir machen. Können wir irgendwo ran? Ja, an dieser Figur erkennen wir. An ihr klebte bestimmt ein Item. Kommen wir denn hier eine Etage runter noch? Ja, natürlich freue ich mich auch, dass die Sonne scheint, auf jeden Fall. Ich kann auch eigentlich kaum mal die 20 Grad erwarten. Ich wäre bereit, muss ich sagen. Completely. Hat der Piekser nicht getroffen? Ja. What? Gott. Cool. Yes, also nochmal hierzu. Das ist unser Style für heute. Ich finde ja, Leute. So. Sind das hier Wurzelwucherungen oder ist das auch... Da ist noch ein Auge drin, ne? Da sah das aus. Okay. Ein Wurzel mit Auge. Alles klar. Das soll doch ein Auge sein da in der Mitte, oder nicht? Könnte aber auch so ein Astloch sein. Ein Aschloch, ein Astloch. Da war der Drache. Ich da runter oder was?
Können uns ja auch gleich jederzeit zurückbeamen. Nee, das ist so hoch. This is too high. Was wir jetzt auch tun. Dann sagen wir Hallo, Bestienmann. Hast du eine Weste an? So, das kann ein ordentliches Stück Arbeit werden hier. Wir sind gespannt. Hoffen, dass wir schnell ein paar Optionen finden, wie wir ihn ärgern können. Stürmisch. Oh, ich hab den Ring jetzt hier. Das gibt's ja nicht. Seit wann das denn? Das ging vorher immer nicht. I like it very much. Hätte ich nur ein Zauber. Das stand vorhin schon da. Doch, immer richtig hinsetzen. Ärmel hochkrempeln. In die Hände spucken. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir ballern den Boss ins Aquädukt. Tschitschitscha. Los geht's. Nee, gar nicht. Gar nicht. Ha. Lustig. War nur ein Witz. Dann noch Buffy Buff machen. Und Buffy Buffers. Gar nicht gesehen, ob wir theoretisch auch einen Geisterlein beschwören können. Ja, können wir. Machen wir erstmal auch so die Attacken checken. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, ihn anzugreifen, wenn er den Flates brocken wird. Okay. Earthquake Man. Oh fuck. Ja, dieser schnelle Doppelschlitzer, der ist gemein. Die Säulen können wir auch. Wieder nicht, ich dachte, noch Erdbeben hinterher. Also viele Attacken scheinen irgendwie relativ gut ausweichbar zu sein. Aber ich kann mich auch irren und gerade ein bisschen Glück haben. Gerade habe ich mich bis auf eben halt nur aufs Ausweichen konzentriert. Noch was anderes, wenn man dann versucht, auch seine Attacken zu setzen. Schiss. Also. Okay, aber es ist, also wie gesagt, ich will nicht hochmütig, übermütig klingen. Das scheint ganz gut machbar zu sein. Mit Geist, dann glaube ich sowieso. Aber wir machen jetzt erstmal 5 Versuche so. Waffe ist, glaube ich, okay. Der Feuerschaden, den er mit austeilt, den schwarzen, die schwarze Flamme. Die schmeckt ihm nicht so gut, habe ich das Gefühl. Wir können nochmal zwischendurch vielleicht auch mal was anderes probieren. Unsere Blutungswaffe, ne? Die hätte ich nochmal aufrüsten können. Und Blutung ist the shit, gerade gegen so ein Biest wahrscheinlich. So.
Eigentlich wollte ich mich nochmal auf Shoppingtour begeben und ein paar Runen kaufen. Aber das habe ich nicht gemacht. Von daher erstmal ohne Runenpower. Wäre da genau weit genug unter ihm. Ah! Sogar fast das Gefühl, dass man über ein paar Attacken auch wieder drüber jumpen kann. Upsa, da kam noch was von der Decke. Ah, Scheiße. Den peile ich noch nicht. Da muss einer. Kann ich das irgendwie antizipieren, wo dahin diese Wellen hinkommen? Ich glaube nicht. Fuckity fuck. Kackedi kack. Hackedi hack. Gut, danke für den Reminder. Die lohnt sich schon natürlich wieder mal aufzusammeln. Wir haben ein bisschen was plättet on the way. Stimmt. Das stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Wo sind die Seelen? Allgemein, dass sie hinter den Säulen stecken können. Hä? Blind? Was? Wo? Seelenmeister? Haben Sie irgendwo meine Seelen verpackt? Packstation, Seelenpackstation zum Abholen, da. Oh, das ist erstmal ein Marathon hier, ey. Okay. Bin ich natürlich auch nicht gebuffert, egal. Sehr schlau gewesen. Wir müssen die Säule nutzen. What? Immer neu. Die kommen auch wieder runter. Oh, ich dachte, ich bin drum rumgelaufen schon. Scheiße. Okay, geht nicht. Was passiert? Was passiert? Was passiert?
Gibt er auf? Ich glaube nicht. Oh, kriegen wir ein bisschen was von ihm zu sehen? Was ist denn da überhaupt in der Hand? Lackierte Fingernägel. Oh. Oh, Death. Become my blade once more. Oh, der Tod wird zu seiner Klinge. Hm. Klingt nicht gut. Oh Mann, echt. Ich hab. Gut, dass ich das jetzt pünktlich gelesen habe. Oh, wow, 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 wow. Das sieht nach Schmerzen aus. Oh, er legt sein Gewand ab. Oh, krass aus. Okay. Okay. Schön in Pose gegangen. Alte Instagram-Bitch. Es ist Malekiss, die schwarze Klinge. Kommt unter dem Gewand hervor, okay? Okay, okay. Ja, schade, wäre schön gewesen, so hätten wir das ganz gut durchziehen können. Aber jetzt wird das, glaube ich, nochmal richtig spannend. Fuckity fuck. Na gut, müssen wir uns jetzt keinen Kopf mehr um die Seelen machen, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Die 15.000 holen wir uns nachher wieder irgendwo schnell rein. Ein Gewinnspiel oder so wird es hier bestimmt geben, wo man ohne gewinnen kann. Katzenherrsch Glück. Kann das nur was werden, Leute. Sechs richtige. Das ist schon lange Zahl. So. Da wären natürlich ein paar Runenbögen jetzt gar nicht mal so verkehrt. Um uns den gewissen extra Kick an Power zu holen. Ach, was trinke ich denn jetzt so einer? Ich bin doch Horst, ey. Wollte doch nie trinken. So, komm her, komm her. Mittendrin in der Suppe. Scheiße. Nicht noch einmal davon trennen. Von seiner Klinge oder was? Von seiner Todesklinge? Wovon spricht er? Von seinem Leben? Der Boss ist schon in der ersten Phase cool und schießt ganz schön den Vogel ab, glaube ich, in der zweiten. Aber ich mag ihn jetzt schon zu fighten. Nicht als Frühstücksnachbar unbedingt, aber als Kampfesgefährte, nicht Fährte, Widersacher. Komm mit! Gut. Then let's go! On with the Elders Show. Nein, oh Nelly, vertu dich doch nicht immer hier beim Trinken. Aber er hat sich nicht schon einmal vertan. Ich da erst nochmal einen Spratzer reingespratzt.
Ab jetzt lese ich übrigens alles sofort. Ich habe mir den jetzt ein bisschen rübergezogen, den Chat. Hoffentlich mal früher checke. Boah, den kannst du aber weit schmeißen, mein Junge. Du solltest zum Felsbrocken-Weitwurf-Wettbewerb gehen. Das ist eine gute Nummer auf jeden Fall. Ach, fuck. Hose. Chisel. Ein Glück im Timing gerade, aber der ist da vorbei, ne? Einfach stehen bleiben hätte sollen. Trollen. Ach, er tut mich ganz schön trollen. Fange die Fuck. Fuck in die Hose. Das war schlecht. Mehr schlecht als recht. Okay, Rätselfrage kurz. Was hat zwei Daumen und besiegt den jetzt? Hat jemand eine Ahnung? Was hat, könnte das sein? Was hat zwei Daumen und besiegt den jetzt? Nein! Oh Mann! Geht ja gut los! Was ist das hier? Also hier zum Anfang, das Spatzeritis. Ein bisschen zu früh. Wieso dumm, ne? Verbrauche ich immer so viel Energie und Tränke und Möglichkeiten, ihm schon welche mitzubatzen. Wenn es gleich klappt, sollte ich es einfach lassen. Unter solche Rites. Und wir hier den beiden ausnutzen ein bisschen. Säule. Gesessen? Okay. No, zu spät. Okay, ist okay. Poppes. Erste Phase geht echt ganz, ganz ordentlich eigentlich. Sollten wir uns nicht allzu schwer mit tun. Aber muss ich noch gucken. Der Epicness wegen. Become my blade once more.
Ja, so nice, ey. Das ist aber ganz schön wild, Mann. Bro, ey. Wow, wild. Uhuhu. Ah, shit. Muss ich wegbleiben. Nein, er macht noch einen. Ah, ich wollte gerade einen Geist rufen. Wenn der Boss zu stark ist, you gonna call? Geist Kumpel. Könnte man bestimmt eine coole Videomontage machen und so, wenn man viel mit Geistern kämpft. Ghostbusters Song. We're gonna call Geist Kumpel. Warum habe ich denn gerade weniger Energy? Irgendwas verrafft? Den nehmen wir, mehr Leben nehmen wir jetzt noch lieber mit. Oder was macht er denn für einen Schaden? Was ist denn das? Blutung? Nee, ne? Das ist eine Magiekacke. Weiß ich nicht genau, womit wir uns da am besten rüsten könnten. Vielleicht noch verkürzte Zauberzeit könnte was bringen. Verringert erlittenen Schaden durch kritische Treffer. Zählt das quasi für alle kritischen Treffer oder nur, wenn man repostiert oder von hinten gewechselt wird? Bessere Ausdauerregeneration? Ich glaube nicht unbedingt. Auch nicht so nötig. Bisschen mehr Leben. Mehr Liebe. Yes, ich glaube, damit steht uns ganz gut. Zu Gesicht. Come on. Oh, jetzt kommt er aber gleich angetigert. Ich habe wieder Zeit zum Stratzen. Kann hier wieder so eine Säulen-Action machen. Nice. Puzzle in der Nase, nicht nice. Ich denke mal, ich bin weit genug unter ihm, dass ich keinen Schaden kriege. Falsche Annahme.
Oh, langsam wird es doch deutlich dunkler. Muss ich schnell mal den Fussel aus der Narbe kriegen, dass ich nicht mit Kamera rumpopel. Become my blade once more. So. Mal gucken, reicht. Nein. Oh doch, springen geht. Geil. Boah, das war ja ein dick Move, ey. Ey, Karma, okay. Ich wollte gerade sagen, man kann, glaube ich, einigermaßen damit umgehen. Ja, nicht mit diesem Move gerade, wenn man da drin steht. Dann ist Schluss mit lustig. Das ist. Eigentlich müssten wir uns auch erst planmäßig, quasi bevor, kurz bevor die erste Phase vorbei ist, nochmal hinter so eine Säule verpieseln und da nochmal buffen. Dass wir dann in der zweiten Phase gestärkt sind. Das ist der Plan. Bögen da. Hier bei ihm voll daneben. Nein. Okay. Scheiß Runde. So, next try. Das wird hoffentlich jetzt von mehr Erfolg gekrönt sein als der geradige Versuch. Quitcam. So, selber planen. Tearing haben, aber habe ich nicht, ne? Dachte mir, dass kein Tearing da ist. Bildfehler. Nee, ist klar. Haben wir.
Nein. Scheiße, scheiße, ein paar Sachen checke ich noch nicht so ganz. Bei diesen nach, zur Seite Flutscher und dass er dann nochmal diese Feldsplitter da gleich raushaut. Gucken wir mal, dass das jetzt sitzt. Oh. Geht ja schon fast, wa? Das geht ja schon fast. Hallo. Da bin ich. Im Salabim. Im Badusaladim. So. Jetzt mit Live-Unterstützung. Ich bin ja hier mit jetzt im Bild. Kann ich auch mit boxen. Ich hab das. Mach ich einmal einen Handkantenschlag. Bockgriff. Beide Geschichten hier. Pam pam. Ah, shit, immer dieser Felsbrocken. Splitter, Schmidder. Oh, schlag doch! Ich hab nicht rübergesprungen und vergessen zu schlagen. Oder eigentlich dachte ich, ich hätte geschlagen. So, jetzt müssen wir uns eigentlich mal buffen. Hinter die Säule. Heule. Mana hinter die Rüstung. Zauber auswählen. Zauber machen. Scheiße, zählt wahrscheinlich nicht mehr. Jetzt stehen wir ihm da direkt wieder vis-à-vis gegenüber. Ein bisschen früher nächstes Mal. Wo kam er her? Wie viel Schaden hat er bitte gemacht? Fuck. Huhuhu. Chiseling. Übler Move, irgendwie ganz. Ganz unberechenbar sah das aus. Komplett unberechenbar. Nicht einsehbar. Nein! Oh, schlecht!
Schon soweit, natürlich wieder nicht gebufft, egal. Kann man mal gleich über den zweiten drüber springen und ihm erstmal ordentlich geben schon. Alter, er ist gestaggert. Nein, oh, zu spät. Nicht gepeilt. Da kann man auch drüber jumpen. Da wahrscheinlich nicht. Closen all the way. Und da setzt er an zum Superschlitzer 2000. CJ. Ja, 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 ja. I feel it, I feel it. Gar nicht so schlecht. Also, wie gesagt, wir können ihm da vor allen Dingen, wenn wir es wirklich mal checken, uns dann gleich zu buffern. Noch vor Beginn der zweiten Phase. Und dann vielleicht noch den Geist zu rufen. Dann kann er sich aber warm anziehen. Und muss er sich seinen Mantel wiederholen. So, hinter die Säule am Anfang ist aber doch irgendwie besser. Da habe ich ihn ja auch nicht so richtig erwischt. Ohne relativ zu viele Fantas zu verbrauchen. Was uns natürlich schon helfen würde in der zweiten Phase, wären einfach Runenbögen, ne? Damit wir nicht so One-Hit-Gefahr sind, mit einem Treffer schon das zeitliche segnen. Mist, ich darf das Buffen nicht vergessen, das ist, bringt, würde den entscheidenden Vorschlag. So, ein bisschen zurückgehen einfach. Hin. Ne, jetzt mach den anderen, scheiße. Kannst du nicht bei deinem... beim Scheiß bleiben? Er geht ab, Coward vom Malekith, der schwarzen Klinge. Hieß nicht auch bei Tor 2 der Dunkelelf Malekith? Malekith hieß der, glaube ich. Er hat mal gekifft. Wie viele Runis habe ich denn? 2. Warum starte ich denn hier gerade mal mit weniger Lebensenergie? Ich peile es überhaupt nicht. Wegen dem Medaillon? Brauche ich schon. Wir machen jetzt mal zum Spaß einen Versuch mit Superpower. Einfach mal zur Freude am Spaß. Zur Spaß an der Freude. Spatz! Und
da um die Ecke gejuggelt, wie so ein alter Wasserhüpfer. Oh, ich dachte, ich wäre außerhalb. Shit. Oh, jetzt schon so viel Fanta verbraucht. Nein! Nein! Oh, es war klar, es war so klar. Warum haue ich mir einen Runenbogen rein? Blöder Malekit, Mann. Leute, großes Comeback heute. Katzenhirsch-Stream. Zauberbecher! Unglaubliche Special Effects. Alles das. Ganz umsonst. Also Käsel-Mäsler. So. Wir mäseln den jetzt mal weg hier. Es ist nicht nett, so einen dicken Felsbrocken einfach jemandem ins Gesicht zu schneiden. Absolut nicht nett. Ich weiß auch nicht. Nein! Der schnelle Doppelschlitzer ist jetzt gar nicht mehr das Problem, der nachgezogene, der ganz bisschen verzögerte. Wenn man dann aus Panik einmal wegrollt, dann erwischt einen der genau. Don't do that, Nelly Nelson. Okay. Gecheckt. Cool. Hier sieht's gar nicht so abgeranzt aus. Überall da irgendwelche Drachen, ne? In den Strukturen drin. Verarbeitet oder versteinert, versauert. Das war mal Teildekoration einer alten, also dieser Festung, dieser Stadt, als sie mal ganz war, was ja so gülden war, wahrscheinlich. So, erste Phase, wie gesagt, bin ich eigentlich sehr euphorisch. Zweite. Nicht so. Die müssen wir noch viel besser checken. Komm, hier haben wir mal wieder das alte Säulenspiel. Scheiße.
tanken noch. Und wir uns dann gleich hoffentlich mal rechtzeitig buffen für die zweite Phase. Wenn wir die zweite Phase irgendwie erleben sollten. Mal wieder. Wieder tun. Also Lightning-Effekt hier. Ja, genau, das war wieder das Ding. Eben gerade von gesprochen. Jetzt schon wieder gebrochen. Das ist nicht gut. Das muss besser gehen. Das kann besser gehen. Überlege auch, ob ich noch vielleicht irgendwie ein bisschen schnelleres Schwert. Wir probieren mal. Gucken wir mal, was da jetzt rauskommt an Schaden. Da sind wir einmal ein bisschen schneller mit. Obwohl die Sprungattacke braucht auch so lange, bis er hochkommt. Ja, schon schneller. Oh, keine Mana. Fuck. In die Hose, ey. Mann. Wieder. Einmal auswechseln bitte, Katzen euch einmal auswechseln. Kann man wie anders. Es soll noch nicht sein. Konnte ich nicht mal checken, wie viel Schaden ich mache. Ob es annähernd. Wie mache ich denn auf dem Papier? Hiermit 678. Hiermit 804. Es wird auf jeden Fall allergischer auf Feuer als auf Heiligschaden reagieren. Es ist nämlich ganz schön heilig, das Biest, glaube ich. Black Kid. Von Heiligkeit durchzogen. Fast buffen, glaube ich. Der tickt ja jetzt noch ganz schön viel runter so. Und nicht mal kurz hier in Ruhe lassen. Ah, das ist gut. Und jetzt müsste die zweite Phase gleich kommen. Geben wir ihn nochmal ein. Oder auch nicht. Okay, let's go.
Komm, mach mal wieder. Ja. Den Hammer schon schön erwischt. Nice. Ausgewichen. Oh nein, es zieht mir noch hinterher Energie ab. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Aber dieser super... ich zerschnitzel alles, was irgendwie in diesem Radius gerade steht. Der ist noch übel. Deshalb starte ich gerade mal mit weniger Energie. Dann mache ich irgendeinen Jump irgendwo runter. Nein. Nein, nein, nein. No, 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 no. Na, schlecht. Und jetzt erst. Ja. Wenn ich es nicht sehe, dann kriege ich es hin vom Timing. Sehr, habe ich die Panik. Das ist doch blöd schon wieder hier. Nein. Oh, meine Güte, Mann! Oh. Was für ein biestiger, bestialischer, bockiger, bekloppter Bestienboy. Vielleicht ist er auch bestechlich. Glaube er nicht.
Hätte ja klappen können. Hätte ja klappen können. Okay, jetzt mal wieder Zeit für einen guten Versuch. Alle bereit? Ganz nervös? Ja. Nell das? Nee. Was? Mache ich auch mal andersrum. Jetzt versuche ich ihn in der Abhol in der zweiten Phase versuchen ihn zu vergiften, wird glaube ich mehr als schwer aufgrund seiner andauernden Attacken und wenigen Pausen, wo man ihn irgendwie, und die Säulen sind für ihn kein Problem mehr. Da klettert er ja drauf oder springt rüber dann. Manchmal nicht hin, einen Sprung zu schlagen. Ich weiß nicht, ob ich keine Ausdauer habe. Das ist eigentlich der beste Move, den er machen kann. Wenn da hinter ihn kommt, man locker zwei Schläge raus. Ah, Mann, 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 Mann. Hol gleich meinen großen Bruder, ey. Meine innere Ruhe finden. Eine innere Balance. Dann klappt es auch mit Nelders. Tonnetzen. Go, go, go. Nice. Very nice. Schöne Serie verpasst. Und zweite Phase? Nee. Nein, falscher Zauber. Kann das noch passieren? Bleib schön hinter der Säule da. Noch kein Mist. Scheiße. Schnell zwei verpassen. Einer reicht, sehr gut. Ein Schritt zurück. Und nein, er macht wieder einen anderen Scheiß. I don't like. Versuchen einmal spaßeshalber ihn jetzt zu verseuchen. Ja, Mist. Hab ich schon wieder so viele Gelegenheiten gehabt. Glück der Explosion ausgewichen. Haha. Okay.
Was habe ich auf mir? Was zieht mir da so mega Energie ab? Ah, scheiße! Jetzt hättest du so gut hingehauen. Soll ich wieder die Kacke da auf mir gegenheilen? Wir spielen das Spiel mit der Säule. Danach hast du eine Beule. Ja, ich hab ihn verseucht. Sauber. So, jetzt cool bleiben und mal ein paar sichere Dinger noch gehen. Cool, cool. Back, 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 back. Boah, shit. Dreck. Nein! Nein! Das muss auch noch ein bisschen weiter wedeln. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Das brauche ich. Ich brauche die Wedelpower, ey. Ah, Mann, ey. Ich hatte... Oh, zu gierig. Schürzen. Hier irgendeinen dummen Screenshot gemacht. Ah, okay, ein Versuch noch, dann kurze Pause. Dann wird Luft aus dem Kaffeebecher gelassen und nochmal irgendwie Frustschoki geholt. We need it. Das war's gewesen, ey. Nach so einem Versuch kommt jetzt eh nur Kacke. Kannst eigentlich gar nichts machen. Nach so einem Versuch braucht man eigentlich gar nicht in den Ring zu steigen. Da kommt immer so eine Scheiße raus. Ich will nicht mehr. Macht den doch mal jemand weg. Warum ist der da noch? Kann der nicht mehr irgendwie abgeholt werden? Mal einer die Durchsage machen. Ein bisschen Kleriker will aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Der kleine Lutz ist fertig. Mann. Okay, einen natürlich halbwegs anständigen Versuch noch, dann kurzer Break. Was kommt denn hier für einen Schatten durch den Nebel? Völlig unrealistisch. Pranger das an. Genauso wie ihn hier. Man auch immer eine Sprungattacke machen muss. Ihm zu eins für ihn. Scheiße.
Ja, mal ein bisschen probiert, auch mit schweren Schlägen und so, aber geht ganz wenig. Sprungschläge gehen ab und zu mal ganz gut, kann man auch mit Pech haben, aber eigentlich müssen wir den. Kann ich den schon relativ safe, sollte ich den runterkriegen. Mit so viel Spirenzchen. Pänzchen. In unserem kleinen Tänzchen. Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr tanzen. Jetzt oder was? Seid ihr soweit? Also ich war ja schon die ganze Zeit, ne? Ich habe ja nur auf euch gewartet. Ich wäre soweit. Wenn ihr soweit seid, eins in Chat, dann geht's los. Dann machen wir ihn down. Dann haben wir uns genug von ihm angeschaut. Warum haust du nicht? So, wieder runter, die Suppe. Aua! Kleine Pause, Leute. Geht nicht anders. So, Überraschung, der Zauberbecher spielt jetzt.
mach gar nicht alle der Becher. So lustig das eben war, so erfolgreich war ich eben auch. Willkommen zurück. Mit neuem Glück. Und hoffentlich mehr Skill. Wie gerade bestellt noch. Sollte gleich ankommen. Ich habe es auch vorher schon gelesen, habe nur nicht mehr dazu gesagt, wie mit den Pompons. Ja, sehr cool. Ich hoffe, du hast noch ein paar. Aber ich hoffe mal, wir kriegen es demnächst geregelt. So nicht. Bisschen Support. Nicht gut. Nicht gut. Nichts vergessen. Wenn ich unter 5 Tränke komme, dann ist eh schon für den Arsch. Den müssen wir eigentlich mit 1-2 Tränken schaffen. Gar nicht so schwer. Hat man gesehen, ne? Gar nicht so schwer. Ganz easy. In Relation. Zum Gesehenen, zum Gemachten, zum Geschafften und wahrscheinlich zum noch Kommenden. So, vielleicht doch nochmal erste Runde die Spratzerei und Bufferei. Das gleich mitnehmen auch. Wenigstens ihn einmal versuchen anzuspratzen. Erleichtert das schon erheblich. Popeblich. Kommen Sie her, bitte. So, Spratzmassage. Aber dann schießt er da immer noch die Feldsplitter durch, dass man das nicht sieht. Alte Sackmäher. Tränkemäßig geht's. Schön, schön mal schön gewesen mit dem roten, was weiß ich, was da mir entgegenschmeißt. Was ist das? Ist das Magie? Dagegen sollte man sich, glaube ich, ein bisschen rüsten. Das sagt er mir keiner.
Blutung ist es nicht, oder? Mein Blutungsbalken ballert ja nicht hoch. Blutungsbalken ballert nicht hoch. Schade, Voraussetzungen waren nicht schlecht. Tränke waren genug da. Das war auch das Einzige, was an Voraussetzungen gut war. Der Rest war alles scheiße. Der Spieler war ja einmal komplett vorbei gespatzt. Ne, ein bisschen hat er was abgekriegt. Reicht der zum... Ja. Haben wir noch viel zu viele Sprungattacken auf. Nein! Oh. So, hinter die Säule buffen. Muss es raffen. Na, scheiße! Zählt, glaube ich, nicht. Das zählt, glaube ich, nicht. Und komm, mach den anderen. Ja, aber scheiße, und ich war zu doof. Weg! Come on, come on! Ah, genau rein! Einfach gerollt! Dumm, dumm, dumm! Nicht einfach rollen! Die Aufregung ist auch viel zu groß in der zweiten Phase. Ich könnte auch echt guten Geist noch dazu rufen, aber ich habe gerade echt noch sehr dolle den Ansporn, den so zu packen. Nein. Danke, sehr nett von ihm. Ich ins Essen, ey. Break into the eating. Boah, der hat auch noch einen Homing-Felsbrocken, ey. Natürlich. Der neueste Scheiß auf dem Felsbrocken, ey. Mehr hier. Ich hab den Winkel jetzt ungefähr raus. Wo man stehen muss bei diesen scheiß Bodenwellen. Bodenschellen.
Okay, ich sag mal höchstens noch 824 Versuche. Wirklich höchstens. Mindestens noch ein. Irgendwas dazwischen. Wird es sein? Wahrscheinlich, wenn wir ihn haben, kommt dann auch noch ein Drache direkt hinterher. Nicht ausgeschlossen. Ja, sicher. Na, sie schottert. Sie schottert. Kassier den noch gleich. Rat nicht. Da brauche ich keine Luftballons. Danke. Jetzt schon Waffen? Nee, ne? Einen müssen wir ihm noch geben. Ah, Batzen! Ich muss dir noch einen geben, nicht du mir. Hast du das falsch verstanden? Genau so. Schnapp. Und dann nochmal rechtzeitig mit dem Buff, ja, mit dem ersten. Zweiten nicht ganz egal. Zweit ist eigentlich fast wichtiger. Noch immer zum ersten Lebensregeneration und der zweite dann immer Stärkung des Angriffs und Verteidigung. Der ist eigentlich noch effektiver dann für den Bosskampf. Sollte ich mal ändern. Nein, es ist wieder die Scheiße. Boy. Let me live. One second. Thank you. Sehr freundlich. Weg. Will dich anspratzen. Was war das? Komplette Lostigkeit. Ich darf nicht versuchen, dann die Spatze. Ich muss ihn einfach wegbremsen. Dann sehen Sie gleich, wie der Katzenhirsch das nächste Mal stirbt. Es ist durch den roten Scheiß. Es ist durch den Preis, es heißt. Oder es ist durch Sylvie Mais. Wer weiß das schon. Oh Mann, ey. Langsam könnte mal ein bisschen mehr nach Lernfortschritt aussehen. Wenigstens so aussehen. Durch Glück und Zufall. Spratzomania. Nein, wo spratzt du hin, kleiner Drachenmann? Ist ja wohl nicht die Möglichkeit. So. Ja, sehr gut. Den mögen wir sehr gerne. Oh, scheiße, schon wieder zu spät. Kacke.
Kacke. Zu spät, zu spät, zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Ja, zum Buffen ist es zu spät. Ich wollte doch nur mein Schwert aufladen. Mit dir im Damage baden. Nice. Nein. Oh, shit. Kätzel, ey. Gestaggert und nicht... Und habe ich noch gelebt eben? Nein. Ich war schon tot wie Totzen, ne? Haben wir ihn gestaggert und es nicht gepeilt. Ey. Könnte ich auch fast, wenn ich ihn stagger, anstatt ihn dann zu critten, dann bespratzen. Mit der Seuche. Der Seuchenspratze. Mann, ey. Müssen wir einfach ein bisschen Glück haben, dass wir ein paar Attacken irgendwie ganz gut drumherum kommen. Und Schaden ist eigentlich ordentlich, den wir verteilen. Weg. Hol ich noch den rein. Diesen hinter die Rüstung von ihm. Oh nein! Ich mach's nächstes Mal wesentlich früher einfach. Oh shit! Hat nicht so ganz geklappt im Rüberspringer gerade. Bitte, bitte! Er lässt es durchgehen. Oh Gott, ich könnte mich gerade selbst erwürgen, ne? Dass ich da wieder rummache und im Menü so mit dem Scheiß zaubern und so, anstatt ihn einfach bam, 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 ihm paar zu verpassen. Das ist aber einfach zu verlockend, weil es zu gut ist, solche Rites. Mich eben nicht auch zweimal verdrückt, hätte es vielleicht sogar geklappt. Die Übung macht den Meister. Und Meister macht den Katzenhirsch. Und Katzenhirsch macht den jetzt platt. Wieso habe ich manchmal weniger Energie, wenn ich hier loslaufe? Noch nicht gecheckt, noch nicht drauf geachtet. Sauber. Gleich mal so einen hinter die Rüstung, wenn wir hier Zeit haben. Gut.
Ah, ich dachte, ich kann drüber springen. Dumme Idee, das jetzt zu probieren. Ein Heiltrank noch, ein Schlag noch, und dann buffen wir uns für die zweite Runde. Wo bist du, wo bist du? Ja, das reicht. Weg, weg, weg. Boah, was ist das? Nicht fair, nicht fair. Einen Heiltrank zu viel getrunken eigentlich. Ja, oh nee. Warum habe ich da überhaupt kein Gefühl für gerade, das hinzubekommen? Selbsthass ist der schlimmste Hass. Warum habe ich jetzt schon wieder weniger Energie? Muss mal drauf achten. Ich check es nicht. Oh man, ey. Das wird noch hier eine ordentliche Sause. Kommen Sie bitte her. Lassen Sie sich bitte einmal in Ruhe voll spatzen. Genauso. Genauso. Jawohl. Passt. Dankeschön. Okay. Haben wir. Was? Stehe ich nicht einfach hinter ihm? Lass mich, lass mich, lass mich! Sehr schön. Komm, den anderen auch noch. Kriegen wir jetzt auch nochmal durch. Yes! So, Leute. Jetzt kommen wir hier mal in die zweite Runde. Noch gedodged, nice. Attacke. Ne, cool bleiben. Cool bleiben. Erstes Teil. Ein Schritt zurück. Eine Sekunde warten. Über den zweiten Angriff drüber springen. Sprungattacke. Checken, was er macht. Wenn wir ihm dann noch ein, zwei geben, dann ist er schon gestaggert. Wir lassen jetzt die scheiß Seuchengespratze. Schon kriege ich Schwitzefinger, ne? Alles cool gewesen bis eben. Hätte einfach mal nicht so viel labern sollen, einfach machen sollen. Rüber und Mauke. Und zur Seite. Sehr schön. Nein! Nein, ne. Boah, nice. Nice. Nein, nein. Wirklich meine scheiß Waffe hier, ey, aus Versehen. Oh, ich dachte, wir wären hinter der Säule. Ah!
Ab in die Maukenpresse, ey. Scheiße. Hätte sein können, ne? Lief alles nach Plan. Und dann komme ich da schon wieder ins Getüdel, ey. Vertüdel ich mich. Tüdelmeier, ey. Oh. Pack in die Hose, ey. Das wäre wert gewesen. Wäre schön gewesen. Nein, jetzt kommt man in den Tornado. Scheiße. Nein. Ah, 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 ah. Und wieder raus. Und täglich grüßt das Bestientier. Na, keine Lust mehr. Schon noch. Da muss ich natürlich raus aus der Explosion. Nein. Jetzt schon buffen? Ja, ne? Und du schön hinter der Säule da. Den zuerst. Wichtiger. So. Ich wäre soweit für die zweite Phase. Danke. Oh, Death. Become my blade once more. Gucken wir es uns noch einmal an, bevor es nicht mehr kommt. Let's go. Dann natürlich wieder den Scheiß anderen. Er war in der Säule. Ihr habt's ge... Chiri. Das war ja kacke. Ich dachte, er steckt da irgendwie fest und was ist jetzt los? Und dann war er schon irgendwie, hat er sich raus, hat das Spiel schon rausgebeamt und... Bams. Mach mal Tür zu, bitte. Ja, beständig noch.
Tales am laufenden Band. Richtig gnarzig, ey, auf mich. Gnarzman, gnarzig. Runde mal. Wie lange bin ich an dem dran? Noch gar nicht so lange, ne? Anderthalb Stunden. Geht ja noch. Ja, das eine Mal hätte es schon sein können. Nein. Schade, schade. Oh, Pade. Fast schon machen, schon nicht verpasst. Concentration. Oh, warum nicht? Hat doch vorher mal geklappt. Wenn der erste super Reinkommen-Move schon nicht klappt, dann ist doch schon wieder alles für den Arsch. Warum erwischt er mich da jetzt bei der zweiten Attacke? Macht er da eine andere? Hä? Bin ich zu nah dran? What's the problem? Ich weiß, ich bin the problem, aber das können wir nicht ändern. Hey, du dummer Bestienmeier. Ich bin auch echt so gespannt, wie es was danach passiert. Ich will das unbedingt wissen und das jetzt wegen unbedingt schaffen. Ah, dumm, 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 dumm. Oh doch, hat gereicht. Ah, es kommt doch wieder runter, Mann.
Winkel habe ich langsam gecheckt. Sich ruhig wagen sollen zu buffen. So, bitte. Also nicht den Move. Schön falschen Trank getrunken. Danke. Doppelschwinger, okay. Was ein Scheiß-Move, ey. Natürlich auch schon hauen. Aua. Nicht mal annähernd. Nicht mal annähernd. Wir müssen das einfach hinkriegen, ihm irgendwie eine Serie zu verpassen, dass wir ihn staggern und schnell viel Damage, damit er gar nicht viele von seinen mega super Sonic Attacks raushauen kann, ey. Nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung. Einige Dinge check ich schon, aber einige echt gar nicht. Und mies ist auch einfach, ich weiß nicht, ob das immer ist, wenn man Schaden von ihm kriegt, dass das immer noch so einen Schaden nach sich zieht. Ah, den haken wir schnell ab, das ist egal. Das ist egal, 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 egal. Kommen zurück und binden ihn an den Marterpfahl. Aktiviere jetzt meine Extrasensoren. Jetzt ist vorbei. Hat so gewollt. Leute, ihr wart Zeuge. Er kann nicht sagen, irgendwie hat es nicht provoziert. Jetzt extra Sensor Time. 2000 jetzt. Oh. Ich meine, es war ein bisschen imbar mit den Sensoren, weil ich kann jetzt alles nach hinten, versteht er, alles, was hinter mir passiert, spüre ich. Siehst du, hier habe ich vergessen. Oh, das ist das Problem. Mangel an Frustschoki. Ja, versuch alles. Irgendwas machen, eine Voodoo-Puppe von ihm oder so.
Mauer daneben. Komm wieder runter. Und er schießt seine Kiesel dadurch. Haben wir doch auch eigentlich schon gecheckt. Nehmen wir jetzt nochmal die Spratzeritis vor. Macht er den natürlich, ne? Mein Lieblingsmove. Ganz, ganz unklug, ihn aus der Sicht zu lassen. Ja. Genau deswegen. Doch nicht die Möglichkeit. Unfreundlicher Herr Schwarzklinge. Wo ist er? Warum ist er hinter mir auf einmal? Nein, ich habe keine Heilung mehr. Oh doch, ich hatte doch Heilung. Ich hatte den falschen Trank, oder was? Oh Mann. Aber extra Sensoren haben schon super geholfen. Das lag jetzt nur an kleinen logistischen Problemen, Leute. Können wir abschalten. Ja, echt, das wäre jetzt perfekt. Vielen Dank, sehr gut. Ja, das ist Konzentration und cool bleiben sind die beiden Zauberwörter, aber es ist irgendwie nicht einfach. Somehow. Nelly. Let's do it. So, hier fällt mir das. Es ist Zeit für Frustschoki.
bisschen ausgemistet. Und sich da nicht vielleicht so schnell vertun tut. Lass mich doch vorbei. Ich will doch nur. Will ich doch nur krank machen. Ja, will ich doch gar nicht. So, komm du mal vor. Nicht direkt hinter ihm, man muss dann so schräg, ne? Schräg. Schräge Sache. Schön erwischt. Nochmal, sehr gut. Und eigentlich schon wegbuffen. Warum läufst du nicht? Genau gesprintet, was soll das denn? Tag. Spät. Er hätte den ersten erst ballern sollen. Warum geht es nicht mehr? Alter, alter Schwede. Alter, alter Schwedski. Also bei ein, zwei Sachen weiß ich schon, wo der Fehler liegt. Kriege ich es noch nicht hin mit der Umsetzung. Bei zwei, drei Dingen bin ich noch komplett überrumpelt in seinen Aktionen. Und Problem ist auch, dass ich ihn viel zu oft aus der Sicht verloren habe. Dann ist es schwierig, dann kriegt man halt immer rein, wenn ich mich da verzettel mit dem, aber es ist einfach zu stark, ne, mit der Verseuchung. Vielleicht mache ich jetzt trotzdem nochmal ein, zwei ohne Verseuchung, einfach um die Moves noch ein bisschen mehr drauf zu kriegen, mich darauf zu konzentrieren, zu fokussieren, anstatt da irgendwie rumzuhampeln. Es tut mir doch leid. Aber danach, wenn es klappt, machen wir einfach so einen Freudentanz, dass wir das alles wieder abbauen damit. Also komm du um die Ecke. Ich hab Zeit. So, reicht schon wieder. Bei den Kollegen. Den mal zuerst.
Superpower activated. Ja, jetzt klappt er auch wieder. Komm, einen noch. Nein, 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 nein! Trink, 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 trink! Fuck! Fuck die Faxen. Weil dann extra so, ne, sich zurückgehalten hat, weil sein Haltungsschaden schon hoch war und hätte er noch ein, zwei kassiert, hätte ich ihn gestaggert. Schlaue, schlau Biestie, ey. Biestiges Biest. So, ein Versuch noch, dann muss Schoki her. Schokolade. Noch. Nein, komm. Verpratzt. No, schlecht. Schwein gehabt. Macht da mal den nach diesem komischen Doppelseite, ne? Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Oh shit! Scheiß Kamera. Eckstein, alles muss versteckt sein. Okay, wir haben ihn verseucht. Oh nein. No! Schnappen. Wir haben ja auch eben wieder überhaupt nicht eine Sekunde. Irgendwie gegeben hat. Wenn ich eben noch einmal weggekommen hätte, einmal noch in Ruhe heilen können. So, Leute. Jetzt hauen wir ihn mal aus seinen Latschen. Ich würde sagen,
Es wäre eine Zeit. Ich wäre bereit. So ein dummer Try eben zum Schluss. Nein, gar nicht so schlecht. Und dann komplette Eskalation. Komm rum. Geht da selber schon hinter die Säule. Aber was mache ich? Geht zu viele Heiltränke jetzt schon weg. Rein. Einer geht noch. Oh. Er erwischt mich auch noch, na klar. Klar. Habe ich schon mal gesagt, dass ich ihn nicht mag? Yes! Komm! Er hat doch keine Energie mehr, Shiri. Ah! Ah! Oh! Yes. Oh, ich hatte noch Schiss, dass noch eine zweite Phase kommt. Heide Witzka, Halleluja und holla die Waldfee, ey. War schön gewesen, Leute. Ich hab mich gefreut, dass der jetzt auch mal weg ist. Nice. Nicey Neisenstein, ey. And the Nicey Nicers. Und jetzt passiert ja auch irgendeine geile Scheiße. Oh, ich bin viel zu aufgeregt. Adrenalin pumpt durch den Körper. Mit 300 km/h. Da habe ich den letzten Schlag nicht rausgekriegt. Wird ja auch mal sein, ja. Ist so. Die Rune des Todes ist entfesselt. Doch, meine Freundin saugt im Hintergrund bei so einem Moment hier. Ich glaub's nicht. Zieh gleich einen Stecker. Auch Kopfhörer. Was ist da? Ich seh nicht. Ui. Ja, Verzeihung, war mit dem Grillen aus Versehen. Sind die Kohlen rausgefallen gegen den Baum? Ihr wisst schon, die alte Grillgeschichte. Du musst sie auch so weiter erzählen. Was stand da? Ihr werdet doch Eldenfürst? Ich bin viel zu aufgedreht. Alter Schwede, kannst du doch nicht machen, nach so einem Bossfight gleich so eine Sequenz dahin zu ballern.
runterkommen, runterkommen, runterkommen. Macht mal schnell 100 Liegestütz, Leute. Wartet. So. Was ist passiert? Oh Gott. Der Baum hat gebrannt. Ich werde doch Elm. Wir haben den alle angebetet. Ich lieg am Strand. Jetzt fängt Gothic 1 an. Wahrscheinlich. Das ist echt der Original Piranha Bytes Beginn. Wie geil. Ist das fast eine Hommage? Ist das Lane Dell? Aschene Hauptstadt, ja. Er hat ein bisschen Asche abgeworfen, der Baum. Ein bisschen, vielleicht ein bisschen viel. Da kommt immer, deswegen ist da auch schon so viel Asche gewesen. Kommt immer was drauf, ne? Wieder eine Ladung. Wie so ein Ascheberg. Wo fehlt einer? Wer fehlt? Nelly, ey. Was haben wir nur gemacht? Was haben wir gemacht? Wir haben ein dickes Feuer entfacht. Oh, ist das aufregend, Leute, ey. Meine Fresse, ey. Vielleicht spielen wir mal kurz 10 Minuten Snowboarden zum Runterkommen. Es ist so fucking episch alles, ey. Es ist unglaublich. So, jetzt komme ich wahrscheinlich oben. Hahaha. Jetzt komme ich wahrscheinlich oben auch in den Baum rein, ne? Weil das musste man ja irgendwie den Eingang wegbrennen mit irgendwas. Wenn da jetzt nicht genug Feuer ist, weiß ich auch nicht. Das ist der Beginn, wo die Tröten-Johnnies standen. Ach, wie nice, wie viele Seelen hat denn der gegeben? What? What are die? Es sind nicht 22.000, ich sehe da 4 Nullen, oder? Süßer Schlagmann, mach mit, Mann. Kennedy, Kennedy. Ist jetzt auch nochmal interessant, natürlich auch in die Tat. Warte, haben wir hier denn eine Gnade überhaupt irgendwie schon? Oh, und die Katakomben könnten wir sogar. Die sind wahrscheinlich noch normal. Ja. Aber hier müssen wir jetzt erstmal schnell eine Gnade finden, bevor wir zurückreisen. Gibt uns eine Gnade, das wäre gnädig. Ich habe auch keine Heilung mehr am Start. Beziehungsweise keinen Heiltrank. Hey, war das aufregend, ey. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Es war Aufregerei. Dei, dei, dei. Ich brauche eine Gnaderei. Sieht irgendwo was jemand was leuchten? Da, nehmen wir doch die. Nehmen wir doch diese. Oh, nice Stein, ey. Ja, jetzt kriegt Fräulein erstmal einen Text, was die jetzt rumsaugt. Das sind ja fast 2 Stufings. Krass. Wollen wir erstmal Kraft auf. Obwohl, eigentlich brauchen wir, das Leben reicht eigentlich locker aus. Wir ballern jetzt doch mehr in Stärke noch und Geschick. Das ist doch schick. Schick, schick, schick. Ja, das war ja auch kein großer Runenmann, ne? Also eine große Rune haben wir von dem nicht bekommen. Ey, wie krass das aussieht von hier. Ei, ei, ei. Wunderbarer Brennbaum. Ei, ei, ei.
Brennbaum, wunderbar. Eieiei. Wunderbarer Brennbaum. Eieiei. Brennbaum, wunderbar. Na, mal sehen, was die zu sagen haben da. Ah, ich habe vorhin übrigens als ich den Stream angefangen habe, war ich ja beim Schmied. Er hat einen Dialog verpasst. Er hat gesagt, letztendlich hat er mich Eldenfürst genannt. The First of the Elds. Oh, ihr ist aber jetzt auch, andere. Ja, ihr ist auch richtig on fire. Können wir jetzt vielleicht gar nicht mehr schmieden und so? Und alle weg. Ist zu heiß hier? Saula? Soll ich einen Aufguss machen? I see. You're here for... Die hat auch mit anderer Stimme gesprochen gerade, soweit ich das hören kann bei dem Gesauge im Hintergrund. So wie ihr hört das Saugen nicht. Nee, ne? Ich bin wohl, jetzt sagt er sowas wie geil. Über euch, okay. Ja. War so eine Geschichte mit dem Grill? Why does that girl weep for me? Have I forgotten something of dire importance? So das Gefühl, ihn ereilt auch kein schönes Ende. Schöne Waffen hier noch am Start. Die beiden, die würde ich dann gerne mal zusammen einsetzen. Doppelschwert, Kampf, Action. Ah, sehr gut. Die aber unbedingt. Dunkelschmiedestein 9, dann brauchen wir ey, mal 10 Stück irgendwo. Guck gleich mal bei eBay. Das Ding müssen wir auch nochmal ballern, den Baumspeer auch. Okay, cool. Hier saß der Dung-Eater, den haben wir ja aus dem Weg geräumt, weil er einfach zu scheiße und zu eklig war. Quasi die Quest wahrscheinlich damit abgebrochen. Ich habe ihn kurz aus dem Gefängnis befreit in der Kanalisation, aber den konnte man nicht frei rumlaufen lassen. Nicht als Neldas Paladin seines Zeichens. Das war ihm nicht gestattet. Ihn rumlaufen zu lassen und dem Dung-Eater das Weiterleben. Oh, er ist weg. Sir Ofnir, der Allwissende. Wo bist du hin? Mein Freund. Der ist ausgezogen, wahrscheinlich. Meine Händler-Ladies noch da? Ja, sehr gut. Immer noch keine Runenbögen. Wo kann ich die nur... Ne, hier saß der Dung-Eater, ne? Ja. Okay. Ich habe, glaube ich, da ganz viel verkackt, einfach was questmäßig, was die Quests angeht. Nicht eine einzige, oder? Habe ich eine Quest abgeschlossen? Also ich meine, das so mit ihr kann man ja auch als Quest zählen. Eine Geschichte abgeschlossen. Wo sind denn die zwei Finger hin? Da hinten. Die gucken immer noch in den Himmel und er war... Oh, what? Lady, schläfst du? Soll ich mal einen Wecker stellen? Wir können aber noch... Ah doch, war doch... Oh, die schwarze Klinge. Malekiths schwarze Klinge. Heiligschaden, auch Glauben, siehst du? Stärke 34, das ist bestimmt ein übles Ding. Einzigartiges Talent, Schicksalstod.
Malekiths schwarze Klinge, die einst von der Rune des Todes erfüllt war, ein trauriger Schatten ihrer einstigen Pracht. Nachdem ein Fragment des Todes in jener schicksalsträchtigen Nacht gestohlen wurde, band Malekith die Klinge an sein eigenes Fleisch, damit nie wieder jemand den Tod bestehlen würde. Den Tod bestehlen ist auch frech. Sollte man nicht tun, Leute. Überlegt es euch gut vorher, wen ihr bestehlt, aber nicht den Tod. Und ob ihr stehlt, aber auf keinen Fall den Tod. Der Zauberer erschafft die Illusion einer schwarzen Klinge und springt dann vorwärts, um einen Wirbelhieb auszuführen, der eine Welle aus Licht erzeugt. Ihr könnt mit einem weiteren Griff nachsetzen. Diese Klinge war einst vom Schicksalstod erfüllt. Sie verursacht nicht nur Schaden, sondern reduziert auch die maximalen LP der Gegner und verschlingt für sehr kurze Zeit ihre aktuellen Lebenspunkte. Ja, haben wir gemerkt. Hätten wir drauf. Was nehmen wir denn? Da könnten wir wirklich mal überlegen, ja. Das Echo zu kopieren in dem Mausoleum, zu duplizieren. Oh, die Rüstung! Man kann die Rüstung kaufen, die so geil aussieht. Ja. Muss ich sofort tun. Also für Level und so die Runencontainer alle ausgeben? Nein, never. Aber für eine schicke Rüstung. Rosa hat 15.000 gekostet, glaube ich, ne? Die Rüstung meine ich. Was ist denn die Hose? Hier. 10.000. Und Schuhe nochmal 10.000. Helm. Der muss nicht unbedingt sein. 10.000. Also erstmal. Boah, brauchen wir ja noch ordentlich. Rosa Handschuhe. Da weiß ich ja schon, welches Outfit wir in der nächsten Folge rocken. Rockety Rock. Rockety Wack. Rockety Rock. Rockety Wack. So, schön. Schön, schön, schön. Was ist hier passiert? In Landell. Das auch Auswirkungen jetzt auf die anderen Landen hatte. Bin ich ja auch sehr geneigt, mal zu gucken. Das checke ich mal auf Stream. Auf Scream. Auf Scream. Das Scream 7 mit Nörsch. Auf Stream ab und dann, wenn ich was finde, dann zeige ich, präsentieren wir das natürlich in der Katzenhirsch TV. Elden Ring. Super Show. So, ich muss jetzt gleich nochmal in die Küche und brauche auch einen kleinen Snack. Es muss mehr als Frustschoki. Wie gut, ohne Frustschoki noch gepackt. Hätte übel ausgehen können. Für den Schoki-Haushalt. Im Körper. Widerstanden. Hat zum Glück Nancy für uns alles mitgegessen. Vielen Dank dafür. Sehr freundlich. So. And it burns, burns, burns. The tree of fire. The tree of fire. Seht, der Erdbaum steht noch immer. Hochgewachsen und unerschütterlich, unbekümmert angesichts des Ruins.
Dann sind wir noch goldene. Nee, ist klar. Würde ich auch schon immer sagen. Oh, hier geht's jetzt direkt in die Kanalisation, wenn man es noch nicht gefunden hat, anscheinend. Da sollte man wahrscheinlich auch jetzt erst hin. Es ist echt ein übler Ort, die Kanalisation. I can't only tell. Sonnenblume. Ich brauche einen 9er Stein. Leute. Kann das denn sein? Schön, noch eine Blume. Was ist hier los jetzt? Das ist jetzt passiert, weil wir Malekith niedergerungen haben. Weil wir insgesamt so viele Echos, so viel Macht angesammelt haben. Und sich das dann auf den Erdenbaum irgendwie auswirkt. Und seine, auf seine Brennlust. Gewesen, da hoch. Stratzen hier einfach mal der Nase nach lang. Gucken, was uns erwartet. Nelly, ne? Ja. Gerade nur einfach unglaublich. Oh, und da steht eine. Da steht ja eine. Unbelievably spannend für mich. Deswegen kann ich jetzt noch nicht essen. Wo ist mein Fernrohr? Wo ist mein Rohr? Des Ferns. La Rohr de Fern. Auf Französisch. So, Ofnir, the all-known, I think so. Gut, Leute, mal so 5 bis 8, 9, vielleicht auch 7,5 Minuten Päuschen. Oh, okay, Nancy, alles klar, hau rein. Mach's gut, schönen Abend noch. Vielen Dank für den Support, das war nötig und gut. No. Wirklich, vielen Dank. Sehr, sehr nice. Das freut mir. Ja, kurze, mittelkurze Pause, Leute. Muss mal ein bisschen was hinter die Rüstung schieben. Und dann schauen wir uns hier nochmal weiter um und gucken. Ich denke mal, es wird Sir Ofnir sein. Vielleicht hat er ein bisschen Freibier für uns. Merk, merk. So, spannend, spannend, spannend. Okay, vielen Dank soweit schon mal fürs dabei sein. Ich hab hier Spaß, Leute. Ich auch. Ich hoffe, ihr auch ein bisschen. Bis gleich.
when the sun is shining at the summertime. And the director's cut with play on the party. For on the rhyme and the rhythm divine. And the crowd them a shout when the music start. And if we make them fling them devil. And if we make them open them heart. And if we make them skank and oi 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 oi. And we do this by ska. Leute, stopp! Alle zurück! Alle zurück! Problem. Hat mal jemand auf eine Zwiebel geguckt? Auf den Tacho? Nee, ist eigentlich noch nicht spät. Aber da ich morgen früh aufstehen muss, darf, weil zum lecker Brunching wir ein bisschen fahren müssen, kann ich leider nicht so lange machen heute. Deswegen machen wir jetzt erstmal Feierabend. Und sehen uns die Tage wieder, wahrscheinlich, ja, Montag. Ohne Gewehr, aber ich hoffe doch mal. Ne? Dann, also, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Haut rein, bleibt sauber, passt auf euch auf und macht's gut. Bis zum nächsten Mal beim Kettle Manetzel Hirschel Manhirschel. Es war mir eine Freude. Und natürlich wünsche ich euch zu gegebenem Anlass eine schöne Osterzeit. Viel Glück bei Eiersuche, Leute. Ne? Tschö mit Tschmö.